geht's auch. Hey, Merle! Hallo, Herr Huck. Ah, hallo. Wie geht's Ihnen heute? Danke. Mama, bist du zurück? Ich habe nur was vergessen. Glaub mir, es ist besser so. Für uns alle. Und uns kann sowieso nichts trennen. Okay? Okay. Morgen! Morgen! Hey, Papa! Hi, Stefan! In welchem Schwarzwaldverein willst du diesmal den ersten Preis machen? Machen wir genauso. Was ist heute für ein Tag, Stefan? Freitag. Was ist Freitag? Unser Wandertag. Hi. Obwohl Mama ausgezogen ist, ihr seid echt die Härte. Ich weiß, ist nicht leicht. Aber du, kannst du mir 50 Euro pumpen? Schon wieder. Was machst du mit dem ganzen Geld, sag mal? Ausgeben. Stefan, was ist los? Haben Sie deine Hotelfachschule geschlossen? Ich schwänze. So, du schwänzt. Von mir gibt's diesen Monat keinen Cent mehr. Sag mal, was ist das eigentlich für eine Lederjacke hier? Was hat denn die gekostet? Wo hast denn die her? Kurt, ich bitte dich, traktier ihn nicht so. Er ist jung, er soll das Leben genießen. Sieht toll aus. Da hörst du's, Papa. Wie viel wolltest du? 100 Euro? Danke, Oma. Mua. Ich bin weg. Ciao, Chef. Ciao. Du sollst ihn nicht immer so verwöhnen, Dora. Hey, Oma. Ich hab nur den einen Enkel. Ich verwöhne ihn so viel ich will. Albert, du tropfst. Wer war das? Dein Enkel. Hermann! Ja? Bitte! Danke. Also wirklich, das geht nicht so. Wir sind ein Hotel und keine Fischhandlung. Seit wann habe ich einen Enkel? Seit 21 Jahren, Vater. Hermann, seien Sie so lieb und rufen drüben noch mal an. Ich mag jetzt auch nicht mehr länger warten. Komm, Albert. Wir gehen. Hm? Unser lieber Sohn meinte gerade, wir seien echt die Herren. Ich finde, wir sind zwei sehr vernünftige Menschen, die sehr erwachsen mit der Situation umgehen. Dafür bewundere ich uns. Besonders mich. Außerdem liebe ich Rituale. Ich finde, dass du ziemlich locker mit der Situation umgehst. Wahrscheinlich hat Stefan am Ende doch recht. Und schließlich haben wir auch noch eine Menge zu besprechen, Kurt. Ich mach das traurig. Was? Dass unsere Ehe in die Brüche gegangen ist? Nein. Dass ich dich nicht davon abhalten konnte, auszuziehen. Ich brauch einfach mal Abstand nach allem, was passiert ist. Und unser Hotel? Das hättest du dir vor deiner Affäre überlegen sollen. Veronika, es ist aus mit Conny. Wie oft soll ich das noch beteuern? Darum geht's ja auch gar nicht. Wir haben uns auseinandergelebt. Vorher schon. Darum geht's. Und die Kinder? Ach Gott, Merle ist 17, Stefan 21. Die kommen mit klaren Verhältnissen viel besser zurecht, als wenn wir immer streiten. Außerdem wohne ich in der Nähe. Ich bin immer da, wenn ihr mich braucht. Glaub nicht, dass mir das alles so leicht fällt. Ja. Ich weiß doch, als wir das eingebuddelt haben zu deinem 30. Geburtstag. Ja, das war mal eine nette Idee von dir. Und wie lange ich auf unseren guten Bürgermeister einreden musste. Wenn das jeder macht, Kurt. Es macht aber nicht jeder, Christian. Und 500 Mark. Und zwei Kisten bei selbst. Ja. Psst. So unschuldig.
Wie unschuldig, ja. Schon gut! Hier, hier zum Schwarzwaldhof. Oh, ich habe ja alle Zeit der Welt. Kein Problem. Scharf müsste man sein. Jedenfalls keine Lust mehr, mich über deine Stiefmutter aufzuregen. Sie kann eine Nervensäge sein, das ist ja richtig. Ihr habt euch aber auch immer über diese Kleinigkeiten auch gerieben. Nee, dein Vater hat mir beigebracht, in der Hotellerie gibt es keine Kleinigkeiten, es geht immer um Detailarbeit. Aber wie kann man darüber streiten, ob es Betthupferl gibt? Es geht doch gar nicht ums Betthupferl, es geht um ihre Machtspiele. Mir ist doch keine Gelegenheit, außer mir zu zeigen, was sie von mir hält. Am liebsten wäre sie mich los. Alles in Ordnung? Haben Sie ein Handy? Was ist denn passiert? Mein Mann ist abgestürzt. Wetter haben wir mal Glück gehabt, gell?
Du musst was essen, Stefan. Ich hab keinen Hunger. Wir erinnern uns, Zigaretten sind Gift. Ey, Oma. Ich will nicht noch jemanden verlieren. Du bist so hammerhart. Tja, das Leben macht einen so. Die Leute sagen immer, die Zeit heilt alle Wunden, aber das stimmt nicht. Die Wunden bleiben. Aber man lernt damit zu leben. Gute Nacht, Veronika. Gute Nacht, Dora. Ich habe also exakt 20 Minuten für jedes Zimmer. Warum fragen Sie? Was habe ich denn gerade gesagt? Wenn Sie für die Reinigung aller Zimmer plus Apartments von 6.30 Uhr bis 16 Uhr Zeit haben, sind das exakt 20 Minuten pro Zimmer. So genau habe ich das noch nie nachgerechnet. Und Sie reinigen, waschen, plätten alles selber hier im Haus? Ja. Aha. Immerhin hat Frau Görwisch genug Zeit, noch ein Schwätzle abzuhalten. Entschuldigung. Ich wollte Sie nicht aufhalten, Frau Gerbisch. Herr Huck, ich wollte eigentlich sowieso noch mal in den Ort. Ist ja so schönes Wetter heute. Ja, dann wünsche ich recht viel Vergnügen, Herr Glas. Das ist ein komischer Vogel. Ich meine, er sieht ganz gut aus. Aber trotzdem. Warum denn? Ich finde ihn eigentlich ganz nett. Der quatscht mit jedem. Fragt einen Loch im Bauch. Das kommt mir vor, spioniert er herum. Gita, deine Fantasie möchte ich haben. Was passiert mit dem Kasten? Mit uns? Hermann, ich bin in ungefähr 2 Stunden wieder da. Hm. Neuer Besitzer braucht auch Fachpersonal. Wie oft soll ich es dir noch sagen? Ja, du kriegst dein Geld. Ja, weil ich die Scheißdinger vielleicht noch nicht verkloppt bekommen habe. Ja, natürlich. Alter, damit du es mir endlich glaubst. Ich stehe gerade vor der fucking Kanzlei von unserem Notar, wo just in diesem Moment das Testament von meinem Vater verlesen wird. Okay? Mann, natürlich erbe ich was. Und schließlich fünftens, mein Sohn Stefan Hofer. Wohnhaft, das ist bekannt. Morgen. Ich bin ein Tick zu spät. Morgen, Herr Dr. Kreuzer. Machen Sie ruhig weiter. Du kommst gerade im richtigen Moment. Nein, er kommt zu spät. Wir sind beim letzten Punkt angekommen, was den Privatnachlass angeht. Bei Ihnen, Herr Hofer. Sie erben. Ich lese einfach weiter. Vermächtnis zugunsten Stefan Hofer. Mein Sohn erhält als Vermächtnis meinen PKW und meine Segeljolle. Des Weiteren meinen Siegelring. Und aus meinem Privatbesitz ein Aktienpaket im Wert von €20.000 €. Sofern er seine Ausbildung zum Hotelkaufmann auf der Hotelfachschule erfolgreich absolviert hat und in unserem Familienbetrieb verantwortungsvoll mitarbeitet. Dazu Fragen? Mhm. Mal angenommen, ich schließe die Ausbildung nicht ab und ich steige auch nicht in den Familienbetrieb mit ein, dann... Ersatzlos. Ersatzlos. Dann wird das gestrichen, dann kriegen Sie nichts. Was ist mit dem Hotel? Nun,
Schließlich kommen wir zum geschäftlichen Nachlass. Das ist die Sache relativ einfach. 49% am Schwarzwaldhof gehören ja Ihnen. Und Ihrem Mann? Herr Dr. Kreutzer, das wissen wir. Und daran ändert sich ja wohl auch nichts. Nun, nur indestofern, als die 51% Ihres Stiefsohns, also die bisherige Mehrheit, sich folgendermaßen aufteilen. Die Hälfte, also 25,5% erben Sie, Frau Hofer. Die andere Hälfte, je 12,75%, gehen zu gleichen Teilen an die gemeinsamen Kinder, an Stefan und an Merle. Merles Anteil steht unter Ihrer Verwaltung bis zur Volljährigkeit Ihrer Tochter. Abschrift bekommen Sie. Das war's. Heißt das, mein Mann, sein leiblicher Vater und ich, wir erben nichts vom Hotel? Sie bleiben Minderheitsbeteiligte. So steht es geschrieben, gnädige Frau. Aha. Da haben wir ja ganz neue Verhältnisse. Wieso bist du überrascht, Dora? Glaubst du, Kurt hätte dir das Hotel überlassen? Das letzte Testament schreibt das Leben, Veronika. Komm, Albert. Tschüss, Opa. Das war ja wieder typisch, Dora. Jetzt lass doch mal Oma in Frieden. Die trauert doch auch nur. Lässt die Mama denn in Frieden? Oma hasst sie, weil sie ihr die Position als First Lady im Hotel streitig gemacht hat. Oh Mann, das Thema kenne ich, seitdem ich denken kann. Ja, das erübrigt sich ja nun. Warum? Mama, du bleibst doch nicht bei deinem Plan auszuziehen, oder? Doch, Merle. Mir gibt's kein Zurück mehr. Ich habe die Wohnung schon angemietet. Ich bin nun mal mit Leib und Seele Landschaftsgärtnerin. Ich will meinen alten Beruf zurück. Außerdem, obwohl ich 20 Jahre an der Seite von Papa im Hotel war, so ein Haus alleine stemmen, das kann ich gar nicht. Da hätte ich viel zu viel Angst davor. Tja, dann wird der Laden eben verkloppt. Was soll sein? Spinnst du eigentlich? Wie kannst du sowas sagen? Ich hasse dich. Und du, Mama, du bist einfach nur feige und sonst gar nichts. Bei uns zu Hause haben wir das auch immer so gemacht. Das ist mir ja nun vollkommen gleich, Sophie. Das können Sie mir glauben. Ich heiße Gitta. Susi, machst du bitte schon mal den Salamander an? Ja, Chef. Ich habe in diesem Haus unter meiner Leitung so viele Zimmermädchen kommen und gehen sehen. Für mich sind sie einfach die Sophie. Also, Gitta, bei sich zu Hause können Sie morgens gern die Bettdecken über das Balkongeländer schmeißen und von mir aus auch noch andere Dinge, aber nicht bei uns. Wir beziehen täglich frisch. Albert, nimm kein Brot, du kriegst doch gleich was Warmes. Danke, Stefan. Ich hab jetzt schon Hunger, Dora. Du musst doch nicht jeden hier im Haus bevormunden. Albert, wenn du endgültig ein Pflegefall wirst, wer muss ich mit dir abschleppen? Ich ja wohl. Du bist jetzt schon zu schwer. Eine Scheibe Brot, Oma. Nein, Martin, nicht für mich. Danke. Auf wen warten wir? Auf Mama zum Beispiel. Bin schon da. Na, Martin. Na, Frau Hofer. Ja, ich warte. Möchtest du auch Wein? Ja, aber laut meinen Unterlagen oder denen von meinem Mann sollte die neue Waschmaschine heute geliefert werden. Ja, gut, dann rufen Sie mich zurück. Denn es geht heute Abend noch, ja? Danke. Ich habe die Maultaschen heute mit Trüffel gefüllt. Oh, dann, ja, wünsche ich... Gesegnete Mahlzeit. Guten Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit. Na, Veronika? Wann verlässt du uns nun? Nein. Nein, ich bin hier geblieben, weil sich die Sache jetzt ganz anders darstellt. Herr Krüger, was sind denn die besten Voraussetzungen für eine Übernahme? Tod, Trennung, Schulden. Ja, die Besitzverhältnisse haben sich jetzt verändert. Die Ehefrau lebte von ihrem Mann getrennt und scheint mit den geschäftlichen Dingen nicht besonders vertraut zu sein. Herr Krüger, machen Sie sich mal keine Sorgen. Ich werde die Sache schon schaukeln.
Die Seniorchefin ist jetzt unsere Ansprechpartnerin. Ja, ich bleib vorläufig hier und melde mich dann wieder. Gute Nacht. Nein, nein, ich. Wir haben uns ja gar nicht mehr gesehen in den letzten Tagen. Guten Abend, Frau Hofer. Ja, ich war sehr beschäftigt. Ich kann das gar nicht. Was machen Sie hier so spät? Ich spiele Klavier. Ich bin noch gar nicht dazu gekommen, mich richtig bei Ihnen zu bedanken. Boah, das müssen Sie doch gar nicht. Das war doch selbstverständlich. Trotzdem danke. There's a somebody I'm longing to see. I hope that she turns out to be someone. Beschissen taktlos. Ich bin vielleicht dumm, aber ich bin nicht feige. Ich muss es ändern. Robert, ich hatte das seinerzeit mit Ihrem Mann auch schon abgesprochen. Inwiefern ändern? Na, die ganze Karte? Aber das Restaurant läuft doch ganz gut. Ich will ja auch keinesfalls auf das Regionale verzichten. Nur, es soll neu werden, leichter, anders übersetzt, kreativer eben. Ich muss endlich was Neues machen. Sie sagen mir jetzt aber nicht durch die Blume, dass Sie kündigen wollen. Nein, ich muss mich ausprobieren, steigern. Ich brauche eine Herausforderung, Frau Hofer. Wenn das jemand versteht, dann doch Sie. Ich will einen Stern erkochen. Oh. Jetzt ist es also raus. Wenn Sie wollen, ja. Schreiben Sie mir ein Konzept. Muss nicht lang sein, aber deutlich, dass ich es auch begreife. Und damit wir wissen, was für Kosten auf uns zukommen. Dann sind Sie einverstanden. Ich will Sie ja nicht verlieren. Ha, geil! Frau Hofer! Ja? Die Japaner kommen jeden Moment. Ja, aber nein, die sollten doch morgen kommen. Nein, jetzt! Jetzt? Martin, wir sind uns einig. Okay. Alle online fließen, muss man trinken. Wenn ich mein Schatz nicht bin, darf ich nicht. Na, Albert? Siehst die Blumen? Ich nicht rufen darf, Julia rufen darf, du ich nicht kann. Macht dir das Spaß? Ich bin in einem Alter, wo ich nur das tue, was mir Spaß macht. Aber immer von unten, Albert, nie von oben. Das mögen die Pflanzen nicht. Ja. Um Stickstoff muss ich mich drum kümmern. Albert, stell die Kanne ab! Und du guckst seelenruhig zu. Seelenruhig, sage ich dir auch. Ich begrüße unsere ausländischen Gäste. Aber... Ach, übrigens, ich bleibe.
Das hier läuft jetzt alles unter meiner Leitung. Albert, gib die Kanne her. Gott, ist die schwer. Welcome, welcome at our Family Hotel zum Schwarzwaldhof. I'm Veronika Hofer, I'm the managing director and owner of this nice place. So, konnichiwa. Jedenfalls verbitte ich mir, dass du mir noch mal Kommandos gibst. Ich begrüße unsere ausländischen Gäste. Aber du darfst das, ja? Und schon gar nicht vor dem Personal. Ich bin diese ständigen Anfeindungen so leid. Danke, gleichfalls. Ich habe mir nicht ausgesucht, dass ich jetzt mit dem Hotel alleine dastehe. Aber da es nun mal so ist... Du hättest mich fragen können! Nehme ich diese Herausforderung auch an. Weißt du, wie unser Computerbuchungssystem funktioniert? Hast du dich mit Einkauf beschäftigt? Verstehst du etwas von Kosten-Nutzen-Rechnung? Nur den Parkanlegen, Gärtner beaufsichtigen, Blumendekorationen stecken. Gäste begrüßen, von mir aus ein bisschen Personalführung. Aber das reicht nicht, Veronika. Schon mal was von Learning by Doing gehört? Um sich auszuprobieren, dazu hängt zu viel davon ab. Und ich habe auch noch meine Kinder. Nicht umsonst geht Stefan auf die Hotelfachschule. Ja, lernt auch. Dora, wenn du dich an die neue Situation nicht gewöhnen kannst, ja? Dann musst du gehen. Komm noch einen Augenblick zu mir. Bitte. Bitte sei leise. Albert schläft schon. Setz dich. Willst du Wein? Nein, danke. Ich muss noch arbeiten. Veronika, ich bin manchmal harsch, ja. Ich bin manchmal ungerecht, stimmt. Ich bitte um Entschuldigung. Aber du musst auch mich verstehen. Papas Zustand kurz tot. Ich trauere auch, Dora. Aber ich versuche wenigstens freundlich zu sein. Es ist sehr schwer, wenn man sein ganzes Leben lang aktiv war, sich plötzlich zurückzuziehen. Lass mir einfach meine kleinen Freuden. Lass mir meine Aktivität. Dann lass du mich auch in Ruhe. Aber vielleicht kannst du wirklich ein bisschen Hilfe gebrauchen. Und wenn du meine Erfahrung nicht willst, warum holst du dir nicht einen Fachmann an deine Seite? Ja, ich habe auch schon hab an Till gedacht, aber... Ja, ich fand es großartig, dass er zu kurz Beerdigung gekommen ist. Also er meint sein bester Freund. Aber ganz aus Singapur. Ja, deswegen... Ich kann da ja nicht in seinem Hotelkonzern anrufen und sagen, Entschuldigung, kann ich mal Ihren Vorstandsvorsitzenden um Rat fragen? Und verkaufen. Was? Ja, verkaufen. Warum nicht? Wenn du dich überfordert fühlst. Unser Hotel? Was? Ja, Moment, du könntest weiter hier arbeiten. Entschuldige, ich weiß gar nicht, wie kommst du auf so einen Gedanken? Wahrscheinlich, weil du das alles hier nicht mit aufgebaut hast. Das ist doch das Lebenswerk von deinem Mann. Das ist das Lebenswerk von Kurt. Ich reg dich nicht auf. An toten Dingen klebt man nicht. Ich würde nie verkaufen. Nie. Gute Nacht. Thank you.
die Amerikaner kommen, dann müsst ihr gucken, dass oben alle Aschenbecher verschwinden. Ja? Und ihr müsst gucken, dass die Zimmer ausgesprochen entlüftet sind. Irgendjemand muss doch dafür zuständig sein. Sie sind ja schon die dritte, vierte, fünfte Person, mit der ich telefoniere. Kann ich nicht mal einmal eine konkrete Auskunft haben? Ja, okay, ich notiere. Ja. Okay. Dass du einfach mit schon satt. Also, sehr gut. Also, so viel kommen. Wir sind noch Business, wenn ich noch genug da bin. Ja? Ist gut. Ab. Hinten habe ich auch noch zwei, ja? Ich schieb noch die Erde ran. Okay. Ja, natürlich. Ich habe die Unterlagen auf meinem Schreibtisch. Wenn ich sie gültig machen können. Oder so. Ja, prima, prima. Danke. Das war alles für heute. Danke, Hermann. Tag, Frau Hofer. Oh, Herr Klaasen. Alles in Ordnung, ja? Ja. Wenn man nicht alles selber macht. Sie sind gelernte Landschaftsgärtnerin, stimmt's? Mhm. Woher wissen Sie denn das? Ich bin gelernt neugierig. Oh. Hermann, ich brauche dringend den Auszug von den aktuellen Buchungslisten. Habe ich auf Ihren Schreibtisch gelegt. Danke. Hofer? Zu. Oh Gott! Besser? Was ist denn los? Sie sind in Ohnmacht gefallen. Bleiben Sie liegen, Herr... Klaasen, Sebastian Klaasen. Das klingt ja wie Bond, James Bond. Haben Sie schon wieder lachen können? Herr Klaasen hat mich angerufen. Ich war gerade bei Ihrem Schwiegervater. Na, dann kann ich mich ja mal aus dem Staub machen. Sie scheinen immer da zu sein, wenn ich Sie brauche. Gute Besserung, Miss Moneypenny. Ich will ja nichts dramatisieren, aber Ihr Blutdruck ist viel zu hoch. 160 zu 120, das müssen wir beobachten. Am besten kommen Sie morgen zu mir in die Praxis. Da kann ich Sie in Ruhe untersuchen. Natürlich nur, wenn Sie mögen. Na, 40 zu 90. Sie müssen sich schon. Wie geht sowas? Sehen Sie, Frau Hofer, Sie befinden sich noch in der Trauerphase. Das möchten Sie nicht wahrhaben und deswegen stürzen Sie sich in die Arbeit. Einer muss es ja tun. Ich bin jetzt nur mal fürs Hotel verantwortlich. Aber auch für sich selber. Hören Sie auf Ihren Körper. Hören Sie auf Ihre innere Stimme. Entschuldigung, aber das ist mir zu theoretisch. Praktisch sieht es nämlich so aus. Meine Kinder sind zu jung, meine Schwiegereltern zu alt. Was mit meinem Schwiegervater los ist, das wissen Sie. Und also bleibt alles an mir. Weil Sie es so wollen. Weil ich es wollen muss. Ich muss immer dran denken, wie wir uns am Grab begegnet sind. Eigentlich wollte ich böse sein auf Sie. Dann wache ich nachts auf und immer so gegen 3:30 und... Damit werden Sie erstmal wieder gut schlafen. Dann geht's Ihnen auch besser. Habe ich mal aus Frankreich mitgenommen, vor 2 Jahren. Als Sie mit Kurt da waren? In Sanary-sur-Mer? Sie wussten davon? Scheint irgendwie mein Schicksal zu sein, dass mich alle immer unterschätzen. Ist oft nicht die schlechteste Ausgangslage. Wiedersehen, Frau Dr. Fuchs. Wenn es nicht hilft, kommen Sie wieder. Jederzeit. Sie wollen mich aber nicht vergiften damit, oder? Bin vielleicht vieles, aber eine Hexe bin ich nicht. Geht mir übrigens genauso, das mit dem Nachts aufwachen. Martin? Ja? Können Sie mir hiervon einen Tee machen? 2 bis 3 Blätter genügen. Eisenkraut, ja, kenne ich, aber nicht jetzt. Sie sehen ja, was los ist. Das reine Chaos. Wir haben nicht mal mehr frische Küchentücher oder eine saubere Schürze. Ja, nicht nur, dass die Waschmaschine ausfällt, dann auch gleich noch Gitter. Wieso, wo ist sie? Ihr Kleiner ist krank, aber
Ben ist in der Berufsschule und jetzt bin ich heute Vormittag ganz allein. Was kann ich tun? Also, eigentlich hilft mir Ihre Tochter. Aber da irgendwie alle Gäste heute beschlossen haben, ganz spät zu frühstücken. Wenn Sie wollen, können Sie das ins Restaurant bringen. Gut, geht klar. Welcher Tisch? Tisch 10. Tisch 10, geht klar, Chef. Hi, Mama. Geht's dir wieder besser? Keine Schule heute? Erst um 11? Mhm. Guten Appetit. Danke. Wollen Sie sich nicht zu mir setzen, mir Gesellschaft leisten? Ich frühstück so ungern allein. Bei uns ist der Gast zwar König, aber... Aber Job ist Job und Schnaps ist Schnaps. So ungefähr. Es geht Ihnen heute besser, stimmt's? Ich habe zum ersten Mal den Eindruck, dass Sie optimistisch sind. Vielleicht fange ich gerade an, nach vorne zu gucken. Vielleicht räume ich endlich mit meiner Vergangenheit auf. Vielleicht ein paar Jahre zu spät. Für sowas ist es doch nie zu spät. Obwohl ich zum Optimismus wenig Grund habe. Warum nicht? Irgendwie schaffen Sie es immer, mich dazu zu bringen. Ja. Obwohl ich es gar nicht will, dass ich über mich rede. Also? Guten Appetit. Meine Tochter schwänzt die Schule, unser Zimmermädchen fällt aus. Mein Sohn spurt nicht, wie er soll. Ich habe Ärger mit meiner Schwiegermutter. Ja, allerdings eine ganze Menge Stress. Kein Wunder, dass Sie umfallen. Schätze, Sie brauchen Hilfe. Ich schätze, ich strahle etwas aus, dass alle Leute glauben, die arme, schwache Frau kriegt alleine nichts geregelt. Ich hatte noch einen Kaffee bestellt, Frau Hofer. Ich komme, Herr Birkner. Aber ich sage Ihnen, Herr Klaasen, ich schaffe es alleine, ganz alleine. Nur in einem aufgeräumten Zimmer ist doch eine aufgeräumte Seele. Ach was. Nur ein leerer Schreibtisch ist ein guter Schreibtisch. Passen Sie auf, zunächst einmal muss ein Schreibtisch leer sein. So. Staunen. Und dann nehmen Sie sich jeweils nur den Vorgang vor, den Sie gerade bearbeiten. Das sind hier die Wareneingangslisten, als Beispiel. Oh, Sie kennen sich ja sogar aus. Ja, ich bin Hotelmanager. Das Leben schreibt ja immer wieder die erstaunlichsten Geschichten. Sehen Sie, und auch das ist eine Binsenweisheit, die stimmt. Ja, was? Frau Hofer, Ihr Beruhigungstee? Ja, danke, Martin. Bitte. Und hier habe ich mal das Konzept schon mal aufgeschrieben. Mhm. Legen Sie es dahin, ich guck's mir gleich an. Danke. Gut, dann gehe ich mal. Dahin? Ja. Sie sind lernfähig, das gefällt mir. Und Sie sind arrogant, das gefällt mir nicht. Bocho, ich will das Ding so schnell wie möglich über die Bühne bringen, okay? Alles relax doch mal. Das ist alles wunderbar. Guck mal, die Sonne scheint, die Mädels schwingen mit den Hüften. Das ist traumhaft. Ich hab einfach keinen Bock auf Ärger, okay? Okay, okay. Los. Wir haben gar nicht aufgegessen. Los. Oh. Tschüss, Bernadette. Tschüss. Ich fahr hinter dir her, ja? Jo. Super. Was ist das? Ist ein Dillpesto, weißt du? Also Dill, Cashewkerne, Olivenöl, gut ist natürlich und dann Zitrone und
Salz und Pfeffer. Himmlisch. Naja, und der dazu Pasta und in dem Ofen gedämpfter Wildlachs. Ist voll auf in deinem Beruf, was, Martin? Wenn man mich lässt, ja. Ich muss los. Ich will wenigstens Biggie anrufen und fragen, was ich an Hausaufgaben machen muss. Wenn es so weitergeht, dann rassel ich am Ende noch durchs Abi. Dann killt mich meine Mutter. Merle. Hey. Okay, mach deine Hausaufgaben, ja? Lass das. Das geht nicht. Sei doch nicht so spießig. Manche Leute nennen das auch vernünftig. Egal. Egal. Vielleicht besser doch nicht hier. Ich kann nicht. Jetzt komm. Ich hab noch zu tun. Jetzt komm. Mir brennt doch alles an. Lauch. Ja? Und dann gibt es ein Unkraut, ein ganz bestimmtes Unkraut, das tun die Leute mittlerweile züchten, weil es so selten ist. Ganz selten will. Ich rede und rede die ganze Zeit nur von mir. Ich bin ein guter Zuhörer. Ich würde trotzdem ganz gerne was über Sie erfahren. Verstehe. Etwas Privates? Ich bin geschieden seit, ja, einer ganzen Weile. Haben Sie Kinder? Spielen wir jetzt hier die spanische Inquisition? Ja, und? Ein Sohn, Tom. Ist ein klasse Junge, studiert Jura in Berlin. Wir verstehen uns prächtig. Ja, jetzt wissen Sie alles über mich. Oh, ja. Ja, also, 1,80 groß, 78 Kilo, 43 Jahre, Sternzeichen Wassermann, lebe in Hamburg. Mhm. Haben Sie Arbeit? Was für eine Frage. Natürlich habe ich Arbeit. Ja? Ja, ich bin sozusagen Verwalter eines großen Konzerns. Oh. Weiter mag ich nicht. Wieso? Das, da oben ist es passiert. Das ist ein Geschenk von meinem Mann, das war unser Weg. Tja, da müssen wir es eben umdrehen. Sie sind aber nicht sehr sensibel. Wenn man einmal was angefangen hat, muss man es auch zu Ende bringen. Jetzt gehen wir Veronikas Weg weiter. In die Richtung, aus der wir gekommen sind. Ja, Larsen? Ja, natürlich, ja. Ja. Ja, auf Wiederhören. Was Unangenehmes? Es ist ganz gut, dass wir umkehren. Ich habe da noch eine Verabredung. Merle, guck mal, lauter Brombeeren.
wenn deine Mutter uns hier sehen würde. Die wäre nicht begeistert, denke ich. Sie schätzt dich genauso, wie der Papa das getan hat. Ich würde schon sagen, Martin, die Merle ist erst 17. Meine Eltern haben sich kennengelernt, da waren sie noch viel jünger. Ja, aber das war was anderes. Ich höre sie schon sagen, ja, der ehrgeizige Koch, der schnappt sich die junge Hotelerbe. Jeder wird so denken. Du bist ein Spinner. Beide. Du hättest gestern Abend dabei sein müssen. Was war denn? Bernadette war da. Die Frau ist Zucker. Mach die Tür zu, Alter. Ja. Wow, ich wusste, dass du ein kleiner Dealer bist, aber dass du so ein großer kleiner Dealer bist. Okay. 4 für 300. Ist ein bisschen happig für vom LKW gefallen, mein Freund. 150 für 4. 200. Also nochmal auf deinen letzten Leberfleck zurückzukommen. Also du musst ihn unbedingt sehen. Kommst du da mit dem Löwenkeller, okay? Nee, ich kann nicht. Wie, du kannst nicht? Ich hab Nachtdienst. Was ist denn für Nachtdienst? Wir haben Hotel. Mann, ey, voll die Seite. Auf den Schwarzwaldhof. Ja, da trinke ich mit. Ich kann es hören. Albert, wenn du nicht sofort aufhörst zu pfeifen, schicke ich dich zu Bett. Wir haben hier eine wichtige geschäftliche Besprechung. Er ist manchmal ein wenig durcheinander. Sein Gedächtnis lässt ihn im Stich. Immer häufiger in der letzten Zeit. Ja, es tut mir leid. Mir auch. Das ist auch der Grund, warum ich die Sache so vorantreibe, Herr Klaasen. Ich will so schnell wie möglich weg von hier, ins Tessin. Es gibt in Lugano eine sehr schöne Wohnanlage für Menschen meiner Generation. Und sie pflegen dort auch Demenz- und Alzheimer-Kranke. Und zwar ganz im Gegensatz zu manchen Häusern hier in der Gegend. Liebevoll. So schnell es geht, will ich verkaufen. Sie sprachen von Neuigkeiten? Ja, Ihre Worte bei unserem letzten Gespräch sind mir nahegegangen. Man ist ja kein Unmensch. Ich habe also mit meiner Schwiegertochter gesprochen. Und? Ja, wie ich gesagt habe, die will auf keinen Fall verkaufen. Also muss diese Sache hier weiter unter dem Deckel bleiben. Wenn ich das mal so salopp formulieren darf. Nun, ich durfte Sie ja mittlerweile ein bisschen besser kennenlernen. Ach ja? Ja, und ich finde, man könnte und sollte mit ihr sprechen. Nein. Auf keinen Fall. Ich will nichts riskieren. Wen vertreten Sie hier? Sie sind doch noch interessiert, oder? Ja, natürlich. Dann gefährden Sie nicht alles kurz vor dem Abschluss. Ich habe nämlich mit meinem Enkel Stefan gesprochen. Und der ist auch bereit zu verkaufen. Damit haben Sie doch Ihre Mehrheit, oder? Ja, aber ich habe auch Skrupel. Ja, wenn Sie Skrupel haben. Ein Anruf bei Herrn Krüger Senior, ich kenne ihn recht gut und Sie sind draußen. Du musst doch vollkommen bekloppt sein, Stefan! Was soll denn der Scheiß? Kennst du mein Motto? Leere Taschen, volles Programm. Sehr witzig. Jetzt tu doch nicht so. Du hast doch selber immer gejammert, dass wir zu wenig Taschengeld haben. Dass wir im Hotel jobben müssen, um uns ein paar fucking Cent zu verdienen. Und deswegen dealst du mit Hehlerware. Ich hab gedacht, wenn Papa tot ist, erbe ich ein bisschen was. Dass ich mir, keine Ahnung, eine Wohnung nehmen kann, ein Auto oder sowas. Aber dann verhängt dieser Arsch in seinem Testament. So redest du von Papa? Mann, Merle, ich bin enttäuscht. Erst macht der Alte sich aus dem Staub und dann das am Ende. Ich bin jetzt nämlich meine eigene Firma. Wenn das rauskommt, dann wanderst du in den Knast. Das kommt aber nicht raus. Und an Mama denkst du überhaupt nicht? Denkt die denn an uns? Die hat doch nur den Laden hier im Kopf. Ey, ich glaub's nicht. Gier frisst Hirn, oder was? Weißt du was?
Halt dich doch bitte einfach nur aus meinem Leben raus, okay? Stefan, ich bitte dich. Du begehst einen Riesenfehler. Ich kann jetzt nicht. Ich hab Nachtdienst. Wenn du diesen Dreck nicht sofort lässt, dann gehe ich zu Mama. Ich tu's wirklich. Wir wollen Mehrheiten, sicher. Ja, ich hab schon mal was von Unfriendly Takeover gehört. Ich würd's aber lieber friendly machen, verstehen Sie? Hofer Senior spricht davon, dass sie verkaufen will. Sie will mit ihrem kranken Mann ins Ausland gehen. Nach meiner Einschätzung will sie ihrer verhassten Schwiegertochter damit eins auswischen. Sache voran. Okay, Ihnen auch, Herr Krüger, gute Nacht. Frau Hofer? Hm? Ich wollte mich entschuldigen. Es ist wirklich nicht meine Art, einfach nicht zu kommen. Es ging aber nicht anders wegen dem Flori. Ja, verstehe ich. Aber wir sind nun mal ein Familienbetrieb, Gitta. Da kommt es auf jeden Einzelnen von uns an. Ja, ich dachte, wir gehen kurz zum Arzt und dann ist alles gut. Klar. Sie können mich immer anrufen. Und ich habe für alle Probleme Verständnis, die eine alleinerziehende Mutter hat. Sie sind sehr nett, Frau Hofer. Ich bin nicht nett, ich bin nur praktisch denkend. Ja, dann. Also, ich weiß, dass ihr... Ich wollte Sie... Was? Ja, raus damit, Gitta, wir kennen uns doch schon so lang. Ihr Mann. Ich weiß, dass der immer den Grundsatz hatte, keine Vorschüsse. Trotzdem, könnte ich bitte einen bekommen? Der Werner hat die Zahlungen für den Flori eingestellt, einfach so. Und ich bin mit meiner Miete im Rückstand. Wie viel brauchen Sie denn? 200 Euro? Das gebe ich Ihnen privat. Wir Frauen, wir müssen doch zusammenhalten, oder? Hier. Dankeschön. Frau Hofer, ich habe was gesehen. Ich habe einen riesen Schrecken gekriegt, weil ich glaube... Störe ich? Ja, ich habe noch mal über das Computerbuchungssystem nachgedacht. Ich denke, Sie brauchen eine vollkommen neue Version. Ihre ist vollkommen veraltet, zu langsam, ja? Zu viele Fehlerquellen. Mhm. Und dann würde ich Sie ganz gerne heute Abend zum Essen einladen. Warum? Aus Sympathie. Oh. Stefan will auch verkaufen. Was? Ja, dann... Dann müssen wir sofort mit Mama reden. Es geht nicht, er ist doch gerade bei ihr. Oh. Merle. Ich komme. Ja, dann rede ich heute Abend mit dir. Nicht schwätze, schaffe. Zu viel, sag.
Du gehst aus? Ja, stell dir vor, deine Mutter geht aus. Ich finde langsam wieder Spaß am Leben irgendwie. Wie findest du die? Mit wem denn? Mit Sebastian Klaasen, weißt du, der Gast aus Zimmer 1. Der. Ja, ich weiß. Mama, ich muss mal unbedingt mit dir reden. Auch aus der Hotellerie. Boah, die sind so eng. Ja, die kennen sich ganz gut aus. Siehst du, ich hab's doch gewusst, aber diese coolen im Geschäft, die wollte unbedingt, dass ich... Mama! Ich tu nichts, was dem Andenken von deinem Papa schadet. Und ich bin sicher, er wäre einverstanden, dass ich nach vorne gucke. Okay. Mama, ich möchte eins von dir wissen. Ja, was? Das ist meine Tasche. Aber jetzt nicht. Ich muss los, der wartet bestimmt schon. Überzeugendes Konzept. Ja, man muss was Neues bieten, sich ausprobieren, sich auf anderes Terrain wagen, hat der Martin ganz recht. Die Kosten, haben Sie auch mal an die Kosten gedacht? Na, Sie glauben wohl, ich bin blöd. Ich glaube, ich bin noch viel blöder, als Sie denken. Ich trage mein schönstes Kleid und 200-Euro-Schuhe, die bei jedem Schritt wehtun. Ich trage sie in den Tisch, wenn Sie wollen. Ich kann nicht. Nein? Nee. Das sind Freunde von Kurt. Schade. Das ist doch viel muscheliger so. Muschelig? Ja. Ich habe immer nur Menschen um mich herum. Das geht mir manchmal ziemlich auf den Wecker. Ja, Sie haben recht. Das Muschelig ist auch nicht gerade zu verachten. Aber nicht, dass Sie mich missverstehen. Zum Wohl. Zum Wohl. So. Jetzt stehe ich barfuß vor Ihnen. Ich werde es auch nicht ausnutzen. Ja, da wir hier gerade mal so alleine, so zu zweit stehen, ich heiße Sebastian. Nicht, dass Sie mich missverstehen. Veronika. Brüderschaftskuss. Ach so. Und jetzt? Und jetzt trinken wir aus und gehen ins Bett. Das ist doch mal was. Getrennt. Ja, so sind die Frauen. Na, was denkst du denn? Ich denke, dass ich dich gern hab. Das geht mir zu schnell. Ja. Veronika, ich muss dir was... Lieber nicht. Nacht, Sebastian. Danke für dein Verständnis. Was reden Sie denn da? Schön weiteratmen. Ja, auf diesem Grund hat mein Vater seinen Hof gehabt. Mitten in den 20ern, als er ihn aufbaute. Mit den wenigen Reichsmark. Alles mit seiner Händearbeit. Es ist nur eine kleine Verkühlung, Herr Hofer. Ich verschreibe Ihnen einen Erkältungstee.
Sie können Ihr Hemd wieder anziehen. Das Angeln lassen Sie vorerst mal, ja? Deine Mutter? Wie hieß sie denn noch? Ja, wissen Sie, Namen sind Schall und Rauch. Können Sie sich denn erinnern? Nein. Das ist schade. Als ich das Hotel plante, wir hatten so viel Schulden. Meine Trudi, die Püppi, hat gut gewirtschaftet. Sie war überhaupt eine sehr gute Hotelfrau. Die Dora, ganz anderes Holz. Von Anfang an stets die Dame des Hauses. Ja, das kann man sagen. Ja, sie ist eifersüchtig auf alles bei mir. Meine Familie, meine Geschichte. Jetzt wird sie alles verscherbeln. Macht gemeinsame Sache mit diesem Mann. Mit diesem Mann. Mit diesem Mann. Die Veronika, die Arme, sie soll es nicht erfahren. Meine Püppi wird sich im Grab rumdrehen. Und Kurt tut das schon. Hier lag es irgendwo. Ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Ich muss wahnsinnig sein. Sowas gehört sich nicht in einem seriösen Hotel, in den Sachen der Gäste rumzuwühlen, Gitta. Hier. Und irgendwo stand das Stefan. Hier. Was stand da? Dass Stefan seinen Anteil auch verkaufen will. Hallo. Hallo. Ist die Chefin da? Tut mir leid, Herr Klaassen. Aber ich glaube, sie ist nicht im Haus. Wenn Frau Hofer in Ihrem Büro ist, sagen Sie doch bitte, dass ich Sie sprechen muss. Es ist dringend. Selbstverständlich. Bianca, würden Sie uns bitte einen Moment allein lassen? Stefan, mir ist nach Schreien zumute, aber ich rede ganz ruhig mit dir. Warum hast du mit mir nicht drüber gesprochen, dass du deinen Anteil verkaufen willst? Weil ich wusste, was du sagen würdest. Ich will so eine blöde Antwort gar nicht hören! Oma hat mich gefragt und ich habe ja gesagt. Aber was soll denn das noch? Jetzt, wo Papa tot ist? Ich frage mich wirklich, was ich falsch gemacht habe. Dass mein Sohn so eiskalt ist. Liegt es an der Ehekrise zwischen Papa und mir? Habe ich mich nicht genug um dich gekümmert? Was regst du dich eigentlich auf? Vor ein paar Wochen wolltest du doch selber noch abhauen. Das war doch eine völlig andere Situation. Ich war ehrlich und ich glaube, ich habe euch auch so erzogen. Ich habe dir doch nicht beigebracht, heimtückisch und geldgierig zu sein. Wenn du schon nicht an mich denkst, was ist denn mit Merle? Oder unseren Angestellten und der Familientradition. Wieso denn? Wenn die Krüger Holding die Mehrheit übernimmt, dann sind die Arbeitsplätze ja gesichert. Ich kann dir gar nicht sagen, was ich fühle da tief drin. Ich bin so maßlos enttäuscht von dir. Ich muss mich beeilen. Du hast mich ja zum Dienst verdonnert. Ich entbinde dich davon. Ich entbinde dich von allem. Dora! Ich will dich hier nicht mehr sehen. Wie bitte? So eine fiese Intrige zu spinnen, wie kann man sich nur sowas ausdenken? Wovon sprichst du? Von diesem Hotel, das unser Zuhause ist und das uns allen einen Arbeitsplatz gibt und das Tradition hat, das kann man doch nicht einfach verscherbeln. Tradition. Tradition ist Weitergabe des Feuers, nicht Anbetung der Asche. Du lügst und du betrügst mich. Du ziehst sogar meinen Sohn auf deine Seite. Dir geht's doch nur um die Macht, die kannst du nicht abgeben. Lieber zerstörst du alles. Sag mal, bist du eigentlich verrückt? Ich habe gehandelt, wie ich handeln musste. Es geht mir um Albert.
glaube ich dir nicht. Ich glaube dir gar nichts mehr. Und außerdem, du wirst dieses Haus ruinieren. Wann baute Noah seine Arche? Vor der Sintflut. Ich wünschte, du wärst an meiner Seite, Kurt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Alle enttäuschen mich. Ich kann niemanden fragen. Stehe ich schon am Grab meines Mannes und rede mit ihm. Und du sitzt wahrscheinlich auf so einer doofen Wolke da oben und denkst dir, ja, wusste ich doch gleich, die Veronika, die schafft das nicht. Aber ich pack das, Kurt. Ich will das packen. Weißt du noch, wie wir in Singapur waren damals? Da hat Tilse dir gesagt, die Veronika, die... Till. Till, ich bin's, Veronika. Ja. Naja, geht so. Es ist eine Menge passiert in der Zwischenzeit. Till, es gibt einen Grund, warum ich hier mitten in der Nacht sitze und dich in Singapur anrufe. Um's kurz zu machen. Könntest du unser Hotel übernehmen? Sonst kam nichts. Nee. Auch für dich, Albert. Es ist besser so. Morgen, Hermann. Morgen, Frau Hofer. Sagen Sie, für mich ist nicht zufällig ein Fax gekommen. Bedauere, Frau Hofer, noch nicht. Ja, ich dachte eigentlich, ja. Viel Glück. Bitte? Ja, wir alle im Haus, wir hoffen, dass Sie es schaffen werden. Wenn er nicht gleich kommt, empfehle ich verschieben. Ja, gut. Nein! Kriegt auf einmal jeder kalte Füße, auf keinen Fall. Sie haben es sehr eilig, gnädige Frau, stimmt's? Das geht Sie gar nichts an. Entschuldigung, Herr Dr. Kreuzer, aber ich stand im Stau. Sie sind das. Ja, ich bin das. Hey, Oma. So, wenn wir dann alle vollständig sind soweit, dann können wir ja auch anfangen. Herr Klaassen, Ihr Entwurf bitte. Ich bedauere, aber ich habe mir das jetzt anders überlegt. Ich weiß, ich bin nicht gebeten, aber ich entschuldige mich auch nicht für die Störung. Herr Dr. Kreuzer, bevor hier alle zur Tat schreiten, möchte ich, dass Sie das hier lesen. Was ist das? Das ist ein Angebot von der Asia Hotel Group. Sie sind bereit, meinen Anteil und den von Merle zu übernehmen. Und Ihr Angebot ist weitaus besser als das von der Krüger Holding. Und ich denke, das ist auch in deinem Interesse, Stefan, oder?
Damit ist deine Offerte hinfällig. Das kann nicht sein. Tja, Dora, du kennst doch das Spiel Schere, Stein, Papier, das du immer mit Stefan gespielt hast. Du hast den Stein geworfen und ich hab das Papier. Ja, Veronika, ich hab hier eben gerade... Du hast Hausverbot. Gott, die Herren. Guten Tag. Guten Tag. Wir hätten gerne den Herrn Stefan Hofer gesprochen. Der junge Herr Hofer ist nicht im Haus. Das weiß ich definitiv. Aber seine Mutter müsste eigentlich, wenn Sie einen Augenblick mit reinkommen würden. Ich habe x-mal versucht, dich zu erreichen. Du warst ja wie vom Erdboden verschluckt. Ich habe den Vorvertrag zerrissen. Ich habe in Kauf genommen, dass der Krüger mich rausschmeißt. Ich stehe hier nur, um zu kontrollieren, ob du auch wirklich packst. Ich gebe dir 5 Minuten. Veronika. Ratgeber spielen den selbstlosen Freund. Das muss man sich mal vorstellen. Hinter meinem Rücken gemeinsame Sache machen mit meiner Schwiegermutter. Ich war unter Druck. Ich hatte den Auftrag... Ich bin auch unter Druck. Aber alles, was ich gesagt und was ich getan habe, das habe ich ehrlich gemeint. Ich habe es auch ehrlich gemeint. Mama? Haben Sie überhaupt einen Durchsuchungsbefehl? Merle. Haben Sie das? Merle, den haben Sie uns gezeigt, das nützt doch nichts mehr. Was machen wir denn jetzt? Ja. Polizei, ich war ihm hinterher. Mit Schlüssel. Ja. Das wird langsam zur Gewohnheit. Ich fahre. Moment mal, das ist ein Riesenmissverständnis, okay? Was ist eigentlich los? Was hat er denn gemacht? Das weiß ich selber nicht genau. Sie jetzt hin? Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Links. Wir haben nicht alle lieb. Du liebst mich nicht! Bleib stehen. Du liebst mich nicht. Doch, und wie? Komm, wir können über alles reden. Ja, wir können über alles reden, Stefan. Es wird alles gut. Komm, schnell. Gib mir das Messer.
kann Sie beruhigen. Der Schnitt war nicht sehr tief. Können wir zu ihm? Er hat bereits nach Ihnen gefragt. Was ist denn passiert? Herr Klassen schweigt sich ja aus darüber. Ich... Das war ein Unfall, Blöder. Nichts Besonderes. Na dann. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Du nimmst mich in Schutz? Nach allem, was ich dir angetan habe? Du bist mein Kind. Ich werde dich immer in Schutz nehmen. Ich kann ja gar nicht anders. Ich schlage vor, wir behalten die Geschichte für uns. Ja? Zu einer richtigen Familie gehören auch richtige Familiengeheimnisse. Hm? Und was mit der Polizei? Dafür musst du dich verantworten, bist alt genug. Ich weiß. Auf dich muss man gut aufpassen. Hat dein Papa auch immer gesagt. Hier, mein Mädchen, trink noch was. Aber das ist gar nicht gut für dich. Schnaps ist sehr gut. Du bist nicht gut. Ich bin nicht gut, da hast du recht. Da hast du recht. Alle. Das Wichtigste ist aber, dass der Junge. Ich muss nach drüben. Albert wacht gleich auf. Und wenn ich nicht da bin, gute Nacht. Gute Nacht. Nacht. Mama. Ich habe Angst. Angst, dass ich ins Gefängnis muss. Dann schaffen wir das auch noch. Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Ich dich auch. Ja? Immer da, wenn ich dich brauche. Umgekehrt. Ich wollte nie was tun, was dir schadet. Hast du aber. Zweite Chance? Mal sehen. Neulich, als wir essen gehen wollten, da wollte ich alles beichten. Aber du wolltest die schöne Stimmung nicht zerstören, hm? Ja. Männer. Dass du uns alle ganz elegant übertrumpft. Ich hätte nie gedacht, dass du verkaufen willst. Wollte ich gar nicht. Das war ein Bluff.
Ja, herein. Tut mir leid, ich... Ich wollte mich entschuldigen. Naja, macht nix. Unfälle passieren im Leben. Na komm. Oh. Ich wollte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie so schnell gekommen sind. Ist mein Job. Man kann seinen Job aber auch so und so machen. Ja. Danke. Passen Sie gut auf Stefan auf. Und auf sich selber auch. Im Grunde, das habe ich mir neulich nachts so überlegt. Im Grunde sitzen wir ja irgendwie im selben Boot. Also wir haben denselben Mann geliebt, ihn betrauert. Und haben uns dann wieder aufgerappelt und machen unser Ding. Ne? Es wächst eigentlich ziemlich gut an. Vielleicht werden wir am Ende noch Freundinnen. Vielleicht? Ja? Martin. Frau Hofer? Ich habe mit der Bank gesprochen und unserem Steuerberater. Ja? Das mit Ihrem Konzept, das machen wir. Geil! Dankeschön. Viel Spaß. Na, mein Schatz? Hi, Mama. Schule? Lehrer krank. Haben wir ein Glück. Sind die Fische? Merlchen, wie schön, dich zu sehen. Ich muss dich jetzt einfach mal drücken. Du musst dir verzeihen, Mädchen. Blut ist dicker als Wasser. Du wagst dich in die Höhle des Löwen? Das ist wieder typisch für dich, Dora. Du verwechselst da was. Ich bin der Löwe. Ich schreibe gerade an die Casa Castagnola. Albert und ich werden in die Schweiz ziehen. Müsst ihr gar nicht. Wieso? Du hast doch gesagt, du willst mich hier nicht mehr sehen. Ich kann ja niemanden rausschmeißen, dem fast die Hälfte des Hauses gehört. Ich gehe freiwillig. Milde musst du nicht über mich ergießen. Milde? Nein, ganz im Gegenteil. Ich habe eine schöne Strafe für dich. Du darfst mich jeden Tag sehen und du wirst jeden Tag an deine Niederlage erinnert.
Unter folgenden Bedingungen. Erstens, wenn du verkaufst, dann nur an mich. Und das regeln wir schriftlich. Ja, habe ich alles schon mit Kreuzer besprochen. Vorverkaufsrecht und so. Zweitens, du mischst dich nicht mehr ins Tagesgeschäft. Und drittens, du denkst über deine Sünden nach. Damit habe ich schon begonnen. Keine Sorge. Hand drauf. Man muss wissen, wann der Krieg aus ist. Und dass nach dem Krieg Frieden herrscht. Kannst du wieder auspacken. Für dich, Kurt. Von mir und Conny. Unser Hotel wartet. Unser? Da komme ich mit.